Hallo, hier ist wieder Grossi mit einem weiteren Let's Play zu Nightbanes, dem Collectible Card Game. Ja, im Hintergrund hört ihr schon, läuft mein Nightbanes Song, den habe ich so als Motivation immer im Hintergrund laufen, wenn ich Nightbanes spiele. Ja, den meisten scheint es zu gefallen, ein paar gefällt es nicht. Auch meine Let's Plays, den meisten scheint es zu gefallen, ein paar negative Kommentare musste ich mir mittlerweile anhören. Ja, so ein bisschen zieht einem das ja schon runter. Gut, aber es ist halt so, es kann nicht jedem gefallen. Ja, kann nicht jedem gefallen. Nur es kommt halt immer darauf an, wie man dann dem anderen mitteilt, dass es einem nicht gefällt. Also wenn man dann irgendwelche beleidigenden Kommentare schreibt oder sowas, finde ich das Ganze schon ein wenig überflüssig. Macht mir irgendwie nicht. Würde ich nie machen, wenn jetzt irgendeiner ist. Ich meine, ich bin ja auch im Faschingsverein und wenn da Leute auftreten, ich würde nie hingehen und sagen, hier, du bist scheiße, lass es. Ich sag mal, wenn jeder, der irgendwas nicht gut kann oder wenn, ja, dann stell mal vor, jetzt wird irgendwie einer hingehen und das hatte ich ja schon mal das Thema, hier, oh, du kannst nicht tanzen, nur weil derjenige halt nicht vielleicht jetzt nicht gerade bei genug Talent hat, um beim Supertalent mitzumachen. Aber warum soll er dann aufhören mit dem Tanzen? Oder mit dem Singen oder mit was auch immer. Warum soll derjenige aufhören? Sollen in Zukunft nur noch die Leute Fußball spielen dürfen, die in der ersten Bundesliga spielen? Alle anderen sind halt nicht so gut, die können es nicht so gut, dann dürfen sie auch nicht mehr spielen. So sieht die Welt doch aus, oder? Also, machen wir die ganzen Fußballvereine, die ganzen Ortsvereine, machen wir alle zu. Ab sofort gibt es nur noch Bundesliga. Jeder, der nicht auf diesem Niveau spielt, darf nicht mehr mitmachen. Genau, so ist es mit allem. Let's Plays, Videos oder Singen. Nee, Leute, lasst euch nicht entmutigen. Auch wenn ihr gern singt oder sowas. Singen ist gut, singt ruhig. Auch wenn es vielleicht sich für die anderen schrecklich anhört. Wenn es euch gefällt und euch tut's gut, dann macht es doch einfach. Es ist immer besser, wenn man sowas macht, als wenn man irgendwie draußen auf der Straße rumhängt und irgendwelche kriminellen Sachen macht. Dann lieber irgendwas Künstlerisches, auch wenn ihr vielleicht damit niemals reich oder berühmt werdet. Hauptsache, ihr habt dabei selber für euch ein gutes Gefühl. Und so mache ich auch meine Videos. So, dass ich dabei ein gutes Gefühl habe. Alles, was ich mache, ob das Videos sind, ob das auf der Bühne ist oder sonst irgendwas, ich mache das so, dass ich das für mich vertreten kann. So, dass ich für mich sagen kann, ja, gefällt mir so, finde ich das gut. Und wenn das dann die Mehrheit gut findet, dann habe ich Glück. Ab und zu geht sowas auch mal schief. Ab und zu kommt dann auch was, wo die Mehrheit sagt, okay, das ist selten, muss ich sagen. Bis jetzt habe ich da eigentlich immer ein gutes Näschen gehabt. Aber trotzdem, es kann immer mal was nach hinten losgehen. Es kann immer mal ein Witz in die falsche Richtung schlagen. Ja, kann vorkommen. So, genug Frust gebabbelt. Was mache ich jetzt? Ein bisschen PvP, oder? Der Nippler-Bug wurde gerade gefixt. Da mal vielen Dank ans Team. Dann gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, wenn man Quests macht, fülle Energie auf. Da ist jetzt noch so ein kleiner Button daneben, wo man sich gratis Energie holen kann. Ich glaube 15 Mal oder so am Tag, das habe ich gerade gemacht. Da öffnet sich dann so ein kleines Pop-Up-Fenster, da kann man dann gucken, wir dann ein paar Sekunden Werbung und schon hat man 5 Energie und das Ganze macht man, kann man 15 Mal, glaube ich, machen am Stück oder am Tag. Und ja, 15 mal 5 ist ja auch schon ein bisschen was. Da kann man auch schon mal wieder ein paar Quests machen. Und wie ihr seht, also meine Questreihe Feld der Toten ist durch. Mir fehlt jetzt nur noch ein bisschen Ruf. 1385, wenn ich richtig gerechnet habe. Gut, Kopfrechnen
Ist nicht so meine Stärke. Und dann kann ich mir die Brutmutter holen. Yeah. Da freue ich mich schon drauf. Das finde ich gut. Die Brutmutter, die werde ich auch, glaube ich, definitiv in mein Deck mit reinnehmen. Okay, ich mache noch ein bisschen PvP und zeige euch mal, was passiert ist. Ich bin nur noch auf 2203. Ich habe eigentlich seit gestern nur noch verloren. Ich habe eigentlich ganz, ganz selten nur gewonnen. Ich verliere immer, ich habe immer Pech. Meine Karten kommen entweder nicht richtig oder beim anderen kommen sie besser oder bei mir brocken einfach die Sachen nicht. Boah, ich bin teilweise echt dermaßen gefrustet gewesen. Ich war so angepisst, ey. Entschuldigung, piep ich das nachher raus? Nee, muss ich drin lassen. Ich kann nichts, ich piep nichts raus. Nee, ist halt so. Und wenn ich irgendwie mal fluchen sollte, schimpfen sollte, sauer sein sollte oder sowas und ihr seht, dass das gerade gegen euch in dem Spiel ist, das hat gar nichts mit euch zu tun, sondern das hat nur da was mit zu tun, dass mich das alle mal frustet und mich das dann auch mal aufregt. Aber ich würde jetzt nie sagen, nur weil ich jetzt hier, was weiß ich, gegen, nehmen wir mal den, weil er gerade da steht, der Ayosha, wenn ich gegen den spiele und verliere dreimal hintereinander gegen den und ich reg mich jedes Mal auf, dann kann ich ihn trotzdem immer noch gut leiden. Da bin ich in dem Moment zwar mal schlecht drauf und rast mal ein bisschen aus, aber deswegen kann ich mich immer noch gut leiden. So, nur dass das immer festgehalten ist. Und dann gucken wir mal, wen ich als erstes heute mal nicht leiden kann. Das ist hier mein Freund, mein Spezielle, mein... Ich habe schon mal irgendwann gegen dich gespielt. Ich müsste dir eigentlich noch mal jetzt Hallo schreiben. Hallo und willkommen in meinem Let's Play Video. Ich wollte schnell mal eine ausspielen. Und das dann hier kopieren für alle Nachfolgenden, gegen die ich noch im PvP antreten werde. Und jetzt mal ein bisschen drauf konzentrieren, was der da oben überhaupt macht. Die letzten zwei habe ich ja einfach mal dahin geklatscht und jetzt versuche ich mich mal etwas zu konzentrieren. Ich könnte ja auch jetzt hier den Chat wechseln, das kam gestern auch mal auf, irgendwie mal kurz das Gespräch, war aber glaube ich wohl eher nur spaßeshalber. Wie, du filmst den Chat? Ja, ich könnte ihn rausschneiden. Oder ich gehe einfach, ja, wir hatten schon öfters das Vergnügen, stimmt. Ja, aber zum ersten Mal film ich dich dabei. Ja, die meiste Zeit war die Kamera eben aus. Ich filme ja auch nicht alles, kann ja nicht rund um die Uhr filmen. Da müsste ich ja am Tag hier was ich will hochladen. Das geht ja nicht. Das geht ja gar nicht. Wen nehme ich denn jetzt? Ja, wir hatten schon öfters das Vergnügen. Ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich. Siehst du doch. Natürlich gewinnst du. Momentan bei mir läuft ja irgendwie im Moment gar nicht. Apropos gar nicht, dunkle Gabe mal einsetzen. Man hat da oben schon zwei liegen. Ja, die dunkle Gabe, die bringt jetzt natürlich auch, wenn ich den einen jetzt rausnehme, dafür kann ich keine Kreatur legen und krieg wieder voll die Kloppe. Das war aber schon weit, weit oben und bin wieder weit, weit runtergefallen mit meiner Elo-Wertung. Ein bisschen ging es jetzt schon wieder mal nach oben, aber also ich bin schon gleich mal nach dem Spiel gucken, siehst du, das war's da schon. Minus 5 wieder. 2198. Ich bin schon wieder hier unter der Riesenammer die Runde gerutscht. Also ich war schon bei... ich bin ja schon wieder nur noch hier. Ja, so weit war ich vorhin auch, ja. Ja, so weit war ich vorhin auch. Ja, also ihr seht, von nun an geht's bergab. Ich war echt teilweise schon so gefrustet, da ging's schon so mies. Da habe ich schon einfach Autoplay reingemacht. Ja, so kann es gehen. Diese Niederlage hat mich jetzt nicht so großartig verzehnt, hatte ich halt auch schon ein paar Mal. Und ich habe heute auch dauernd gegen den verloren. Nur mal gucken, wie es jetzt wird. Erstmal schreiben. So, mein Freund, jetzt wirst du gefilmt. Vielleicht habe ich Glück und es macht ein bisschen Angst. Glaube ich nicht, aber gut. Aber ich habe heute wirklich echt Pech. Also egal, was ich habe hier, meine Kälbier, die werden direkt weg, die stehen nicht einmal auf oder der andere da, der weicht nicht aus, da belebt sich nichts wieder, da geht alles mit einem Schlag, wird hier runtergekloppt, da passiert überhaupt nichts. Keine Chance.
Und von der Karte bin ich bis jetzt auch noch nicht so überzeugt, dass ich die da reingemacht habe. Ja. Aber es gibt halt sowas. Es gibt Tage, an denen läuft es einfach nicht. Jetzt ist er mal ausgewichen. Welch Glück, welch Zufall. So, jetzt ist meine hier unten ja endlich mal einsatzbereit. Vielleicht macht er jetzt ja auch mal was. Das wäre ja mal zu schön, um wahr zu sein. Wenn er nicht vorher schon von mir irgendwo der andere jetzt irgendwas aus dem Hut zaubert und der dann den dermaßen was von niederstreckt. Erstmal den rausnehmen. Putzi, putzi, putzi. Da, siehst du mal. Der hat ein einziges Mal zugeschlagen. Und schon ist er fast platt. Ja. Aber ich habe Glück gehabt, ich habe da oben alles weggehauen. Da habe ich doch mal wirklich Glück gehabt. So. Aber das Glück ist auch gleich vorbei, weil in der nächsten Runde ist der nämlich platt. Oder? Ich vermute mal ja. Also momentan hat er, der steht ja noch hier mit 0 Schaden. Wenn ich ein bisschen Glück habe, überlegt er noch eine Runde. Ja, er überlegt noch eine Runde. Ach, ist das schön. Dann haue ich mal den hier raus, weil da mache ich nämlich erstmal 2 Schaden und hoffe, dass die Kelp hier weg ist. Und sie ist weg und ich habe direkt schon gewonnen. Oh, das ging schnell, das muss ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Kampfwertung plus 10, das ist gut. Wer kommt jetzt? Sukra, oder? Surka, nicht Sukra, Surka. Erstmal anschreiben. Also manchmal finde ich das auch ganz gut, wenn man als zweites anfängt, weil er legt ja jetzt hier was Fliegendes hin und jetzt kann ich da drauf schön reagieren und mache mein Geisterwesen dahin, weil der haut nämlich garantiert auf die Mütze da oben. So. Wenn er nicht vorher schon zerstört wird. Dann kommt er mit einer Kelpie, die habe ich auch. Kelpie habe ich auch. Kelpie, Kelpie, Kelpie. Und jetzt müsste er den da oben eigentlich ja schon bums, zerbombt. Sehr gut. Jetzt hat er schon wieder was rausgekloppt, da oben schon wieder ein Artefakt. Volle Granate. Renade. Ist gar keine Renade hier. Wo ist eigentlich der Herr Böckelmann und sein Hausmeister? Ja. Das mit dem Lied im Hintergrund habe ich eigentlich jetzt mir gedacht, werde ich jetzt wahrscheinlich in jedem Let's Play machen, das im Hintergrund laufen lassen. Falls ich mal dann doch sprachlos bin, dass wenigstens ein bisschen Soundkulisse da dabei ist. So, warte mal, der macht jetzt hier Schaden. Wenn ich jetzt den anderen noch mit dabei mache, der macht 2 Schaden, dann haut er den ja theoretisch gesehen weg. Okay, dann nehme ich den hier. Er hat ihn weggehauen. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Das ist gut. Jetzt bräuchte ich mal langsam eine Kreatur, die meine dunkle Gabe wieder einsatzbereit macht. Leider ist im Moment nichts da. So, der macht 2 Schaden. Das reicht für den nicht. 2 Schaden. Plus den einen sind 3, plus dem anderen sind 4. Das reicht aber immer noch nicht. Also setzen wir erstmal den dahin. Oh, war doch platt gemacht. Ach so, war eine fliegende Kreatur. Logisch. Ah, Nachtwächter. Macht er garantierten Schaden drauf. Aha. Da sitzt jetzt der Bär. Der Bär kriegt auf jeden Fall, keine Ahnung, weil der blockt ja auch noch immer. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht für den Bär. Aber der Bär macht ja auch noch nichts. Der tut ja auch noch nicht weh. Aber diese Runde geht an mich. Ich sollte öfter mal dabei aufnehmen. Beim PvP, da gewinne ich auch anscheinend. Also machen wir noch eine Runde. Das gibt jetzt wahrscheinlich wieder voll auf die Glocke. Da verliere ich jetzt wieder. Ah, da ist er nochmal. Schreibe ich nochmal Hallo? Ja, ja. Hat zwar eben nicht geantwortet, aber wenigstens, dass er informiert ist. Hey, mein Freund. Du wirst jetzt gefilmt. So, dann nehme ich erstmal den da. Aha, da kommt er mit der komischen Markt. Dann nehme ich mal den. Ignoriert Zähigkeit, heißt es, glaube ich. Ne? Zähigkeit. Zähigkeit, ja. Und verhindert 2 Heilung. Mal gucken. Oh, der hat noch hier das eiskalte Händchen, wie ich immer sage, im Deck. Jetzt nehme ich mal hier die 2. Bevor ich da meinen Tank ausspiele, spiele ich erstmal 2, die mal schneller was machen. Guck doch mal hier. Der mit dieser komischen Markt haut er mich kaputt. Sag mal, geht's noch? Alle hier, guckt ihr doch mal die Krankenschwester an. Ihr, die gehört ins Krankenhaus, die Nuss. Dann haut ihr mir voll einen auf die Klatsche, ich glaube, es hackt. Wir sind noch ganz dicht. Da muss ich mich aber schon wieder ein bisschen echauffieren, oder wie man so schön sagt.
Komm, spiel jetzt. Leg hin deinen Müll. Los. Was macht der denn jetzt? Ah, zweimal ausgewichen. Das ist gut. Nehmen wir mal den hier dazu. Guck mal, der Mann, der macht nichts. Der Obi, die steht da und lacht hier mein Silberlöckchen einfach mal aus. Das ist wirklich nicht nett von dir. Das ist gar nicht nett. Ja, die habe ich jetzt gleich endlich mal hoffentlich platt. Dafür kommt gleich dem sein Feuermagier da oben. Der macht mir Kummer. Der macht mir Kummer. Da siehst du, und was er mir für einen Kummer macht. Ja, die Runde geht wohl, glaube ich, mal nicht an mich. Die Runde geht an dich. Ja. So sieht's aus. Da kann ich schon nichts mehr reisen. Ja, was mache ich denn jetzt? Zünde ich meine dunkle Gabe, da ist das Artefakt weg, ja. Dafür kriege ich jetzt noch mehr Verbrate hier unten. Naja, alles klar. Stellen wir uns auf ein schnelles Ende ein. Ja, und das nächste Artefakt ist da. Bap, 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 bap. Und einer nach dem anderen. Die Bumbewasserzangen, ne? Erst macht's Bumm und voll in die Fresse. Ja, so viel dazu. Minus 10. So, mein Freund. Dich schneide ich jetzt aus dem Video raus, oder ich mach's noch schlimmer. Ich mal dir irgendwie ihr kleines Bärtchen auf deine Figur daneben. Ich mach dir hier so Bärtchen drauf und so. Mach dir Hütchen auf mit Edding. Warte, ich nehm gleich den Edding. Ich mal mal auf dem Bildschirm. Blöd, könnt ihr gar nicht sehen, oder? Jetzt hab ich mal Bildschirm geschmiert. Nee, war natürlich nur ein Spaß. Ach komm, eine machen wir noch. Achtung, ich hab's befürchtet. Ich habe es. Aber sowas von befürchtet. Aber der fliegt und da kommst du zum Einsatz. Und du zeigst dem jetzt gleich mal hier, wo der Fahrer der Messwein versteckt. Wo der Frosch die Locken hat. Wo der Hammer vom Balkon fällt. Jetzt kommt er mit der oben mit seinem eiskalten Händchen. Ey, da geht mir doch gleich der Hut hoch. Jetzt hat er wahrscheinlich gleich so eine Karte, die einen Schaden macht und weg ist er, meine. Hau ab. Geh weg. Pizza holen. Pizza ist fertig. 1, 2, Gossi, komm vorbei. So, mein Freund, den nehme ich dir jetzt weg da oben. Der ist jetzt fällig. So, aber sowas von. Hast du gesehen? Weg ist er. Und da unten habe ich jetzt noch zwei. Die können nicht viel, aber... manchmal haben sie mir schon den Arrrr gerettet. Zusammenreise, Herr Grossmann, ne? Könnten ja auch junge Leute zuhören. So, und gleich noch zwei hinterher. Und dann gibt es hier vorne nämlich direkt mal... bip, 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 bip. Schön eine auf die 12 gibt es jetzt gleich. So, den haben wir auch weg. Du machst hier keinen Massenschaden mehr und so war das. Plus 5. Sag mal, eben habe ich minus 10 gekriegt und wenn ich gewinne, kriege ich nur plus 5. Eine Runde noch. So, ja, war mir klar, dass der noch mal kommt. Das habe ich mir ja schon geahnt. Ich komme irgendwie immer gegen dieselben. Ey. Immer. Okay, guck doch mal hier. Na gut, die zwei vielleicht brauche ich sie bald. Mal gucken. Wenn der jetzt hier da irgendwas Großartiges ausspuckt. Ich würde euch ja gerne mal wieder ein Rattendeck zeigen, wenn ich gegen ein Rattendeck kämpfe. Also manchmal, wenn die Karten gut kommen, siehst du, jetzt könnte ich wieder den anderen gebrauchen, das Geisterwesen. Der wäre jetzt gut. Ist aber nicht da. Wenn du mich brauchst, dann bin ich gerade nicht da. Boah, wie ich das hasse. Ayosha sagt, ich hasse Ratten. Genau. Guck mal, was der da oben aufbaut. Hallo, sind wir beim Domino-Day oder was? Ich schub's gleich eine da vorne an und dann macht's blip, 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 blip. Ui, jetzt ist doch aber gut. Mensch, wenn du was neben dran lässt, muss ich mir einen zweiten Bildschirm hinstellen. Guck, und was macht der hier ohne? Nichts. Die stehen da oben und machen alle blablabla. Lange Nase gezeigt. Jo, noch was hingelegt. Alles klar. Wie viele Karten liegen jetzt da oben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jo, das halbe Deck. Bup. Da bringt ja auch nichts, wenn ich hier einmal Schaden mache, weil da ist keiner, der nur einen Punkt hat.
Was habe ich jetzt? Jetzt hat er von alleine gespielt oder was? Ja, ist klar. Jetzt geh du doch da mal aus dem Bild. Ja, kommt eh gleich die Meldung, ich hab verloren. Hau doch ab mit deinem komischen Titteraal. Alter, wir gucken schon wieder minus 10, ey. Wie wird der Hesse sagen? Da rege ich mich auf. So. Jetzt mach ich noch eine. Und da kommt wieder der Typ. Jawohl. Oh, Alter, das Video stelle ich dir in Rechnung. So, nur dass du es weißt. Was denn jetzt da ohne? Komm hier, keine Zuckung und mach hin. Leg mal so auf den Tisch. Sag ich, was du hast, dann spielen wir Autoquartett. Ja, und das hat jetzt so lange gedauert, um das zu überlegen. Autoplay gibt's auch, falls jemand das vermisst. Kaum zu glauben, dass das noch in der Beta-Phase ist. Das hätte ich nun aber wirklich nicht gedacht. Ach ja. Ich habe Nightbanes mitgebracht. Jetzt will er mich zappeln lassen hier. Ah ja, gut, ist in Ordnung. Aber der ist AFK-Gang, kann natürlich auch sein. Wäre mir auch recht, wenn du AFK bist, ist auch in Ordnung. Passt schon. Verliere ich trotzdem. Vielleicht ist er Essen. Oder der Klo. Oder der Briefträger hat geklingelt. Oder die Zeuge Jehovas. Schönen guten Tag, glauben Sie an Gott. Wenn ja mal einer klingelt wird von denen und... Weißt du, die müssen doch mal mit der Zeit gehen, Zeugen Jehovas hier. Nicht an die Tür gehen, schönen guten Tag, glauben Sie an Gott. Da musst du klingeln, musst du dich ohnehin stellen. Schönen guten Tag, stehen Sie auf WoW, SB Tour oder Nightbanes oder andere Browser-Games vielleicht eventuell oder Free-to-Play-Spiele. Dann würdest du wahrscheinlich heutzutage mehr Einlass kriegen. Mist, jetzt habe ich dir am Ende noch eine Idee gebracht. Nee, mach das ruhig weiter so wie bis. Ja. Alles in Ordnung. Ich lasse euch trotzdem nicht rein. Ich lasse euch nicht rein. Aber meine Meinung ist, also ich bin, wie soll ich sagen, ich bin sehr gläubig. Also ich glaube an Gott. Definitiv, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass da was ist. Ich möchte jetzt hier nichts schlecht machen oder irgendwie irgendjemand zu irgendwas bekehren. Aber ich denke schon, es ist wichtig, dass man was hat, an das man glaubt. Ob das Gott ist, ob das was anderes ist, jeder soll an irgendwas glauben. Ob da die Kirche dahinter steckt, maße ich mir jetzt nicht an, hier in den Videos irgendwas drüber zu sagen. Ich habe da meine Meinung drüber, die werde ich aber hier nicht äußern, um da nicht irgendwie Meinungen in irgendwelche Richtungen zu beeinflussen. Jeder muss sich da seine Meinung drüber bilden. Wichtig ist nur, dass man eine Meinung dazu hat. Ich kann sagen, ich glaube an Gott. Ich kann auch sagen, ich gehe nicht in die Kirche sonntags. Dafür schlafe ich morgens zu gerne. Aber ich bete jeden Abend. Sogar zweimal. Das gehört für mich zum Einschlafen dazu. Schon seit ich klein bin, das habe ich von meiner Oma. Mit der musste ich jeden Abend beten. Und das habe ich seitdem beibehalten und nicht mehr abgelegt. Und finde da nichts Schlimmes dran. Und würde jetzt auch niemanden verurteilen, der das nicht macht, oder würde auch niemanden verurteilen, der an andere Sachen glaubt, ob das jetzt Muslim oder welcher Glauben auch immer, Buddhismus, oder es gibt ja so viele verschiedene Glaubensrichtungen, Hinduismus, Christentum, Evangelium, katholisch, da gibt es ja so viele Arten. Für mich, denke ich nur, ist es wichtig, dass man was hat, denn wenn ich irgendwann mal, wenn die Zeit gekommen ist und es heißt so, mein lieber Grossi, jetzt ist soweit, deine Zeit hier ohne ist abgelaufen, wenn man da nichts hat, dass man wirklich davon überzeugt ist, dass danach noch irgendwas kommt, dann macht mir das eigentlich die meiste Angst, dass danach wirklich nichts mehr ist. Dass das so ist, wie als wenn ich jetzt meinen Computer ausschalte und zack, einfach alles aus, dumm weg. Da hätte ich keinen Spaß daran. Nee. Ja. Was ist denn das los? Bin ich am Gewinnen hier? Noch. Kann sich auch gleich noch ändern. Endlich, ich habe dich geschlagen. Jetzt mache ich noch dann kein Video mehr. Jetzt höre ich auf nach das Erfolgserlebnis. Ich will mir den Schluss von meinem Video nicht mehr versauen lassen. Aber auch nur, weil du wahrscheinlich AFK warst.
Aber ist mir egal. Ich nehme auch einen AFK-Sieg. Ich nehme alles, was ich kriege. Ich nehme alles, was nichts kostet. Danke. Schon wieder nur 6 Punkte. Blöd, Mensch. 2204. Guck dir mal. Ich bin ja nicht mal hier bei 2250. Zumindest bin ich wieder, was ist das? Platin, Diamant oder was? Diamant, glaube ich. So. Genug. Let's play. Genug gelet's played. Genug dumm gebabbelt. Genug gelabert. Ah, da unten. Guck hier, da, was steht da? Weg. Weg ist der PvP. Eben stand sie noch da. Ah, ja. Wird jede Saison zurückgesetzt. Eine Saison dauert 2 bis 3 Monate. Schön. Dann geht's wieder von vorne los. Ich würde ja gerne irgendwann hier hinkommen. 2750. Aber wenn ich mal in die Rangliste gehe und gehe mal nach der Elo-Wertung gucken, da ist noch keiner auf dem Dings, ne? War das der, gegen den ich eben gespielt habe? Nee. Surka. Surka habe ich eben gespielt. Wo bist denn du, Surka? Der ist wahrscheinlich unter mir noch. Surka. Ich finde dich gar nicht. Finde nicht. Irgendwo weit unten. Nicht gefunden. Also sehr wurscht. Gut. Also dann reicht jetzt wahrscheinlich schon wieder lange genug das Video. Und dann von daher bis zum nächsten Video. Zockt noch fleißig weiter. Viel Spaß noch und Aloha.